Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black. Ja, und wir befinden uns hier natürlich immer noch auf Vault, wo es immer noch richtig kalt ist. Und wir haben immer noch ein bisschen was zu tun hier. Zum Beispiel eine Rettungsaktion durchführen, ein paar Gefangene retten. Das heißt, diese Basis muss mal ein bisschen infiltriert werden, fürchte ich. So von der Seite. Lalalala. Gibt's hier irgendwo? Das ist das Kett-Arbeitslager, von dem Skeot gesprochen hat. Ja. Ich halte die Augen nach den verschleppten Angara offen. Und ich halte die Augen nach bösen Cat offen. Aber ich sehe doch keinen. So. Niji und andere Gefangene Angara retten. Ja, wo denn? Wenn ich mal einen sehen würde, dann wäre das ja was Tolles. Na da. Ja. Auf den Kopf gehauen. So, den haben wir. Ist scheinbar immer noch nicht ganz die richtige Reihenfolge, aber das macht nichts. Eigentlich wollte ich das hier die ganze Zeit machen. Ja. So. So, okay. Mitten auf dem Kopf. Huch. Oh, das war der kroganische Hammer. Den habe ich auch noch nie eingesetzt. Schön. Okay. Jetzt machen wir es halt so. Gute Arbeit. War es das schon? Scheinbar. Ah ne, da hinten vom Nachschub. Den ist weg. Sehr schön. So, weiter geht's hier. Mein Freund. Bist du noch da? Den nehmen wir so weg. Ich mag diese Waffe. Die finde ich voll cool. Hat zwar ja, weniger Munition jetzt nicht unbedingt, aber der hat, sagen wir mal, von der Ladung her nicht mehr so viel. So. So, da hinten haben wir auch noch einen. Gehabt. So, die Muni ist alle. Dann gehen wir auf Sturmgewehr und gucken mal, wo haben wir noch jemanden. Scheint alles erstmal gewesen zu sein. Was ich grundsätzlich gut finde. Ich wärme mich mal kurz auf. Oh, habe hier eine Konsole. Mach ich. So. Ich werde diese Kette umbringen. Brauchst du nicht. Mach ich schon, danke. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Oh, Datenpad. Muss mich kurz fassen. Die Kett haben unsere Ausrüstung gestohlen. Aber dieses Datengerät haben sie übersehen. Das Interface ist unpraktisch, aber es muss reichen. Die haben uns in Eroesk erwischt. Wir sind länger geblieben, als es ratsam war, weil wir gehofft haben, es würde anderen die Chance geben. Oder eine Chance geben. Als du gegangen bist, hast du mir gesagt, ich soll nichts tun, wobei ich mir wehtun könnte. Aber als der Alarm kam, konnte ich nicht in dieses Shuttle steigen. Ich hätte nicht mit dem Wissen leben können, dass ich mehr hätte tun können. Wäre noch ein schlimmerer Schmerz gewesen. Ja, okay. Also habe ich getan, was du gesagt hast, aber nicht ganz, wie du es gemeint hast. Es tut mir leid, dass ich dir das antue. Pass auf dich auf, mein Herz, und möge die Sterne für dich immer hell strahlen. Temperaturen liegen im Normalbereich. Ja, ich hoffe, das warst du. Jetzt da wir dich geredet haben. Sind bei 100%. Ja, das ist gut. So, was haben wir hier? Überreste. So, Pistolen-Schnellverschluss nehme ich natürlich gerne mit. Ich wollte mal gucken, kann ich das Catch-Schiff hier scannen? Nee, kann ich nicht. Schade. Wäre toll, weil so ein Catch-Schiff haben wir ja noch gar nicht gescannt. Das Ding auch noch nicht eigentlich. So, Cat-Computer-Konsole. Okay, dankeschön. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ach was, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. So, wir gehen hier rüber. Da haben wir noch einen Gefangenen. Und da haben wir noch einen Gefangenen. Und dann war es das fast. Na dann. Deaktivieren Sie die Barriere, schnell! Ja, ich bin ja schon dabei. Damit kommen Sie nicht durch! Wer denn?
Haken, wer auch immer. Oh, guck mal, hier ist Munition, endlich. Deaktivieren Sie die Barriere, ich muss hier raus. Musste gar nicht, aber du darfst. Freiheit. Freiheit. Na Quatsch, ich wollte dann eine andere Waffe, nicht die, die. So. Ich muss mich noch an die Waffenauswahl steuern, ein bisschen gewöhnen. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Jaja, das macht nichts. So, was haben wir denn hier? Pistole, schweres Dingens, Zielfernrohr. Okay, dankeschön. Geht's hier rein? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Sehr gut. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Noch besser. So. Hep. Zacklin 3. Schöne Sache. Brauche ich aber eigentlich nicht. Das hier geht's auch noch raus. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Jetzt nicht mehr, glaube ich, stimmt. So, was haben wir hier? Eine CAT-Computerkonsole für verschiedene Operatoren im Gebiet. Das Ding brauche ich nicht scannen. Dann machen wir mal auf hier. Geh. Geht nicht hier. Hm. Tür will nicht aufgehen, Sauerei. Irgendwo muss ja aber der andere noch sein, den wir noch retten sollen. Weil den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder sind das halt alles ganz normale Leute hier. Guck mal, hier rennen sie rum. Hallo, Leute. Hier, den haben wir. Da hinten ist ja keiner. Ja, wird es dort wohl gewesen sein. M. Brauchen wir ja nochmal gucken. Oder ich aktiviere es mal ganz. Und dann sehen wir weiter. So, also. Dein Dank. 42. Ach, da unten. Ich habe mich schon gewundert. Da hinten liegt auch noch was. Sind Sie hier, um uns zu retten? Ja, ja. Die Steuerkonsole, um das hier abzuschalten, ist da drüben. Ich weiß. Ich weiß. Dankeschön. Ich wollte nur was gucken. Erstmal die Lage sichern und sowas. Nicht, dass du mir drauf gehst und so. So, du bist jetzt dann Lili sein, ne? Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Kette vernichten. Mach das, aber geh vielleicht vorher erstmal nach Hause. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Oh, 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 was haben wir denn hier? Alles nehmen, Kettlegierung. So. Das heißt nur nochmal mit den Jungs sprechen und dann müssten wir es geschafft haben. Hallo? Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Kette harmlose Beleidigung nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Naja, ne? Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit Sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Ilch. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Baxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unsere Retterin für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der CAT, den wir bei dem Versuch, in ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die CAT haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Naja, na gut. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Baxil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Mehr als einverstanden. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den CAT gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nilsch anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn sie es vorziehen, könnten sie jetzt auch nach der Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Naja, wenn dann erstmal mit Ephra. Ist vielleicht besser, ne? Ich denke, die Unterhaltung mit Ephra ist wichtiger. Ohne seine Hilfe erhalte ich keinen Zugang zu dem Gewölbe auf Aya. In Ordnung. Das Shuttle, das uns Commander Dosil schickt, kann uns zur Basis zurückbringen. Holt er mich jetzt schon ab? Scheinbar. Na gut, dann fliegen wir erstmal von dem eiskalten Klumpen hier weg. Den Rest können wir dann alles später machen. Ein bisschen was haben wir ja auf Volt schon gemacht, wenn auch nicht viel. Aber ja, Kleinvieh macht bekanntermaßen auch Mist. So, Datenlaufwerk John nach... sagt, Ephra wartet auf ihren Anruf, Pathfinder.
Oh, das ist toll. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Auch das ist toll. Ein Pokerspiel von Gil. Juhu. Ich freue mich schon drauf. Irgendwie. So, na gut, wir gucken erstmal natürlich wieder alles, was wir so bekommen haben. Poker! Ryder, Ihre Glocke hat geschlagen. Kommen Sie ins Vortex auf der Nexus. Ich mische die Karten Ihres Untergangs. Na, gucken wir mal. So, von Cora. Ryder, es gibt viele Berichte über Asari-Flüchtlinge auf Eos. Sie haben es geschafft. Vielleicht wissen Sie etwas über die Arche und unterhalten uns, wenn Sie Zeit haben? Natürlich. So, Kandros, Pathfinder, ich erhalte Berichte auf Haval, Turianer, dass auf Haval Turianer gesichtet wurden. Da es eine angarische Welt ist, hatte ich gehofft, Sie könnten der Sache nachgehen. Apex ist nicht gerade für seine diplomatischen Talente bekannt. Hier ist die Diskretion erforderlich. Und ob wir das auch machen? Natürlich. Ja, das hatten wir, das hatten wir. So, sinnloses Vorhaben von Gil. Ihre Crew spielt jetzt regelmäßig Poker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und mich vielleicht irgendwann zu schlagen. Ich wette, das war Pibis Idee. Sie haben sogar den armen Jarl dazu überredet. Also, ich brauche schnell keine Gehaltserhöhung. So schnell keine Gehaltserhöhung. Wie es aussieht, strömen demnächst jede Menge Credits in meine Richtung. Wenn ich was für Emoticons übrig hätte, wäre jetzt genau hier ein dämliches grinsendes Gesicht. Okay. Also, von Liam. Info. Nach Aya haben wir als erstes versucht herauszufinden, mit wem man sich wirklich unterhalten kann. Denn wir alle wissen, sind die das Sagen haben, oft nicht sehr bodenständig. Jarl hat mir ein paar Tipps gegeben und ich habe auch einige Namen von unseren kleinen angarianischen Kolonien. Es wird eine Weile dauern, bis sie uns vertrauen, aber das Wichtigste ist der direkte Kontakt. Das habe ich in der Krisenbewältigung oft beobachtet, vor allem nach einem Krieg. Falls Sie Nachrichten von Konsulin Verant sehen, sind das nur Kontaktversuche von mir. Ach so, okay. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Erstkontakt beschäftigen. Dabei sind seriöse Science Fiction und ein Asari-Video über Erstkontakt mit der Menschheit. Das, wie sie uns wahrnehmen, heißt. Okay. Gucken wir mal. Ausgewogene Ernährung. Hallo Ryder, im Rahmen meiner Aufgabe für die körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen, sende ich hiermit einige Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Da sie sich jeden Tag ausgiebig körperlich betätigen, ist es wichtig, dass ihre Körper alle Nährstoffe erhält, die er braucht. Kohlenhydrate, Proteine, Obst, Gemüse, Fett etc. pp. Und von Charles, Pathfinder Ryder von der menschlichen Initiative. Ephra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir auf dem Einsatztrupp auf Volt helfen konnten und ich habe ihn wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Vielleicht hat er Ihnen das schon gesagt, aber wie ich Ephra kenne, hat er es wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, ich habe viel über Vertrauen gelernt. Diesem Team angehören und mich dafür zu öffnen, Ihnen und anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft. Und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Nee. Ich werde versuchen, in Zukunft noch mehr zu vertrauen. Dieser Satz könnte mein Leben verändern. So, Geheiminfos Volt. Ihre Befreiung des Arbeitslagers Volt hat uns neue Informationen gebracht. Seit Jahren haben die Kett unsere Arbeit in der gefrorenen Stadt Yannick ignoriert. Dass wir nach Überresten unserer vergrabenen Vergangenheit suchen, schienen sie für sie keine Bedrohung darzustellen. Aber eines Tages müssen wir etwas entdeckt haben, das die Kett für außerordentlich gefährlich halten. Sie sind in die Stadt eingefallen, haben unsere Archäologen getötet und versklavt und alles abgerügelt. Die Informationen aus dem Arbeitslager scheinen das zu bestätigen, was bisher nur haltlose Gerüchte waren. In den Tiefen der Stadt könnte eine alte KI aus der Zeit von vor der Geisel im Eis eingeschlossen sein. Das erklärt die schnelle, gewaltige Aktion des Präfekten. Ich habe gehört, dass die Cat-Tech künstliche Intelligenz scheuen und sie wollen natürlich nicht, dass so etwas in unsere Hände fällt. Bitte behalten Sie dieses Wissen für sich. Natürlich. Also wir haben schon wieder einiges erfahren. Ich muss mit Cora reden. Ich habe, Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Ja, zumindest eine unserer Erstkontaktsituationen ist gut verlaufen. Richtig. Die Kett. Habitat 7. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden.
Ich auch. So, ich würde mal meinen... Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Das ist wie bei den Menschen. Wie bei den Menschen, die einen vertrauen schneller, die anderen weniger schnell. So, turianische Arche, noch nicht tot, da haben wir auch schon was bekommen. Juhu, es wird so langsam Zeit, dass wir mal was kriegen. O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie. Ach, die zwei. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Jo, genau. Na gut, wie es aussieht, werden wir alle mal bequatschen können. Das werden wir auch tun, denn es schadet nicht. Ja, ich könnte jetzt natürlich auf Volt weitermachen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, erstmal diesen Eisklumpen wiederzusehen. Ich mag Eis einfach nicht. Und deswegen gar nicht mal so schlecht so. Sie hätten das sehen müssen. Ein perfekter Drift. Sie wissen schon, dass unser Reifenvorrat begrenzt ist, oder? Das gilt auch für Gliedmaßen und Leben. Okay, aber wozu haben wir sie dann? Ja, genau. So, hi Lexi. Ja? Ich wollte nur gucken, ob du irgendwas wegen dem Essen und so... Dann ne? will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Also, wie gesagt, in der Regel, abgesehen von Cora, wird nicht viel zu quatschen sein, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Okay, bisschen was ist doch. Pathfinder? Nee, ist es doch nicht. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich habe schon Lien Oberkörper freigesehen. Mehr muss ich gar nicht haben. So, Einsatzteam-Mission. Da könnte ich mal schnell reingehen, denn da wird einiges noch zu machen sein. Zum einen habe ich hier ein paar Sachen, die Mission erfolgreich, sehr schön, die ich erstmal annehmen kann. Mission erfolgreich, noch besser. Mission fehlgeschlagen. Manu. Na gut, dann können wir ja nochmal von vorn. Also machen wir gleich mal hier Einsatzteam schicken. Das könnte ich übrigens auch im Multiplayer spielen, sieht man ja. Aber nicht jetzt. Nee. Sonst komme ich ja gar nicht mehr klar. Außerdem hatte ich heute ein paar... ich hatte vorhin schon eine Multiplayer-Mission gespielt. Sie aber die war irgendwie lecky. E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Schon wieder? Ja, ist okay. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte... das heißt, eigentlich wollte ich schon hier hin. Ja. Ich wollte nämlich... Was? Gegnerische Daten abfangen. Achso, eine neue Dingens. Hier, da wollte ich hin. So, wir haben hier einiges anzunehmen. Das werde ich jetzt offscreen machen. Also ich mache hier mal ganz kurz einen kleinen Cut, weil das dauert ewig, bis das Zeug angekommen ist und viel Besonderes ist dann meistens nicht dabei. Also bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und ich habe auch direkt mal gespeichert. Hier sieht man an der Seite, was ich alles bekommen habe. Ja, Forschungsdaten. Kurganischer Hammer 3, gar nicht mal so schlecht. Sandstorm 3 klang auch nicht schlecht. Und diese N7 Sachen, die waren nicht schlecht. Da würde ich mich gerne mal informieren und bei Gelegenheit ausrüsten. So, ansonsten ALP-Statuskontrolle, ja, werden wir noch nicht so viel sehen. Wissenschaftspots. Achso, das ist das. Ja, genau. Das kann ich ja auch von hier. Ist aber nicht nötig. So, ich wollte zum einen zu Cora. Und zum anderen wollte ich... Sie haben beide Biotik? Sagt man das so? Ja. Allerdings ist die Asari-Biotik ein paar hunderttausend Jahre weiterentwickelt. Die Menschen holen auf. Die Menschen zu Hause vielleicht. Sie haben 600 Jahre lang den Unterricht ausfallen lassen. Stimmt. Aber das macht nichts. Ja, offenbar Biotik ist hier nicht wirklich bekannt. Das ist gut. Da haben wir einen Vorteil. Hi, was liegt an? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Kennen wir schon? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Darauf können Sie wetten. So, so weit, so gut. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein, wo keiner rumsteht. Das wiederum ist gut. Dann gehen wir mal nach unten und hoffen mal, dass ich erstens mit Cora sprechen kann. Zweitens... Wo hat sich eigentlich Rex rumgetrieben? Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Naja, der wird schon auftauchen. So, Jarl, hallo? Ist noch etwas? Noch ein paar Fragen. Wäre das okay? Ja. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen?
Naja, hier, Biologie wäre es gut. Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Eine Linse projiziert ein Bild auf die Netzhaut, wo es in elektrische Impulse umgewandelt wird, die dann vom Gehirn entschlüsselt werden. Sie haben meinen Sarkasmus als Einladung zur Prahlerei benutzt. Schade. Ja, so ist das. Wir kennen da sowas. So, die Priesterin da wollen wir wissen. Haben Sie bei Moschai Sefer studiert? Ist sie eine Lehrerin? Oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand, ein umfassendes Wissen und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Wirklich? Also eine dieser Lehrerin-Schüler-Geschichten? Nein, nicht so. Moschai Sefer ist nach ihrer Rechnung 115 Jahre alt. Aha, na dann. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Ja, okay. Ist ja auch mal was. So, was haben wir hier? Kolonien der Angara. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Das sind ja nicht mal wenig. Aber ja, wie gesagt, sie sind noch da, das ist das Wichtige. Klar, sind viele gestorben, aber als Rasse haben sie überlebt, das ist doch wichtig. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie gläubig? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Ach so. Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Kett erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Naja, versuch's trotzdem. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Kett zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Ich mag die Kett irgendwie immer weniger. Als die Kett eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Kett sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Ja, leider. Waren die Kett schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschai, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Kett zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Naja. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg.
Dankeschön. So, okay, wir haben einiges über die Kette erfahren, aber ob das uns weiterbringt, ist eine andere Frage. Hier hinten drin ist keiner. Derzeit zumindest. Halt, hier lag da was. Hä? War hier nicht was? Oder war das auf der anderen Seite? Achso, das war der Aufzug. Alles klar. Na gut. Geh mal hier durch. Und hier durch. Und hier durch. Es gab eine Zeit, da hatte Sid Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist. Und eines Tages wurde ihr plötzlich klar, dass außerhalb der Shuttle-Wände nichts war. Sie geriet daraufhin immer wieder in Panik. Ich habe sie dann in die Arme genommen, bis es vorbei war. Heute erinnert sie sich nicht mal mehr daran. Es dauerte auch nur ein oder zwei Monate. Schon witzig, was? Woran Kinder sich alles nicht mehr erinnern. Und man hat das Gefühl, man müsse es festhalten, weil es sonst einfach weg ist. Denn sonst hat man etwas, von dem man nur noch weiß, dass es einem fehlt. Drag? Halten Sie es einfach fest. Oh je. Ja, aber gerade solche kleinen Geschichten, die mag ich. Das, was so im Hintergrund erzählt wird, das ist immer so cool. Ja, toll. Danke. Positiv gemacht, BioWare. Super. So. Pathfinder. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Ja, genau. Hatte ich ja vor. So, ich wollte stattdessen mal mit Vetra. Hast du was zu sagen? Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Nee, du hast auch Sie nicht großartig was zu sagen. Viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Natürlich. Hier. Oder irgendwo anders. Oder was weiß ich denn? Was ist das hier? Das sind die ganzen Leute, ne? Frachtraum. Wegpunkt. Okay. Mannschaftsquartier. Achso, das sind nur die ganzen Leute. Okay, das ist okay. Das ist kein Problem. Die will ich nicht haben. So, raus aus dem Klo. Rein hier rüben in die Küche. In der Küche steht gerade keiner rum. Das wiederum bedeutet, ins eigene Quartier will ich auch nicht. Will gerne nach oben. Denn mir ist eingefallen, Cora ist ja oben. Aber da muss man halt erstmal drauf kommen. Na gut, immerhin haben wir dann mit allen geredet. Das ist schon auch nicht so schlecht. Okay, ich leihe Ihnen 30, wenn ich Sie morgen zurückbekomme. Abgemacht. Danke, Suvi. Irgendwann finde ich schon noch raus, wieso Sie ständig pleite sind. Wahrscheinlich, weil er Poker spielt. Vermute ich mal. Ganz unauffällig. So, gehen wir mal rein. Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Theris auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Ja, ich denke, das sollte machbar sein. In dem Fall würde ich... Was hat er denn hier für Viech? Okay. Sonst sehe ich hier nichts. Okay, ich denke mal, das könnten wir eigentlich fast direkt mit angehen. Ich habe da zumindest kein Problem mehr. Ah, hier steht Gil. Hey, Gil. Hey, Ryder. Was gibt's? Nix. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Gut. Ich würde gern sehr schnell, sehr gut, sehr viele Asari-Archen finden. Deswegen habe ich da absolut... Sie haben offene Videoanrufe. Ja, das ist toll. Deswegen gehe ich da mal hin und nehme erstmal den Videoanruf an. Von Ephra. Schön. Commander? Pathfinder, Jorl hat mich über ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten.
über die guten Taten, die sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will ihnen beweisen, dass sie mir vertrauen können. Sie haben Shabbat Khan gerettet. Sein Verlust wäre ein schwerer Schlag für den Widerstand gewesen. Aber ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Jol sagt, sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Tja, mein persönliches Motto lautet ja auch, ich schaff das. Sie sind dreist und ein bisschen arrogant, wie ich. Trotzdem will ich mir noch kein Urteil bilden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen Ketteinrichtung auf Boot. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Schildtech geschützt, die wir bislang noch nicht knacken konnten. Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Ephra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihre KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich, na schön, möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von dem Cat. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Bohr treffen und Sie zu der Ketteinrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ja, die wünsche ich mir auch. Er würde Sie gerne sehen. Wer hat das? Jarl. Ja, natürlich. Der stand direkt neben mir gerade. Naja, na gut, okay. Dann reden wir mit Jarl auf der Tempest, aber erstmal in der nächsten Folge. Viel Gequatsche wieder, aber das gehört halt auch dazu. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.